Man kann es nicht die Wahrheit nennen, denn Wahrheit ist immer eine absolut totalitäre, einzigartige Setzung des Symbolischen. Nein, in Ermangelung eines unnennbaren Begriffes kann man es nur näherungsweise das Wirkliche, das wirksame Wirkliche nennen, von dem genau gewusst wird, dass das in die Kategorie des Unwissbaren, des Nicht-Wissen-Gewollten, des Undenkbaren, des Unfasslichen, des gewusst wissensdurstig Unbegreiflichen gehört, als das Reale im Gegensatz zur Simulation der ertragbaren Realität, in der man handlungsfähig bleibt, in seinem Alltagsstumpfsinns, Träumereien. Zum Realen also gehört das einen, das wie das Unbewusste von einem anderswoher seine Wirkungen, seine subliminalen Wirkungen dennoch erzeugt, in seinen gewirkten Wirksamkeiten des Danebengehens, des Fehlens, des Erschecks, des Mangels, des Nichtaufgehens, des letzten Restes. Seine Winke mit dem Zaunpfahl herübersendet. Und nur in den kurzen Phasen, wenn der Widerstand, der Abwehrwiderstand am Morgen noch nicht so selbstverständlich seine Bastionen errichtet hat, in diesem kurzzeitigen Aufklaffen einer Wiedererinnerung des ersten oder zweiten Todes, dieses heillosen, unmittelbaren, nackten Auswurfs, ausgesetzt werdens, verlassen werdens, im Stich gelassen werdens, durch Einführung der Abwesenheit und Schließen der Türe und Ausmachen des Lichts, in diese Unmittelbarkeit, in diese Ungeschütztheit, in diese hilflose Selbstüberlassenheit, Frissvogel oder stirb, aber das ist das Reale, nur gehört das in die Kategorie des Unerträglichen, des Schönsten, des Brennendsten, wie die Sonne,
des Gleißendsten, in das man nicht mehr zu blicken vermag. Und das ist nicht die Wahrheit, aber das ist das Reale. Das Loch, der Mangel, der Scheck, der Auswurf. Und deshalb ist, wie wir gestern gesagt haben, die ganze Struktur der wirklichen Welterkenntnis immer von jener Art, genau zu wissen, welche Funktion dieser Wissensdurst hat, zu wissen, dass es dieses nicht mehr zu Wissende in dreifacher Potenz nie einzuholen gilt, damit diese Struktur seine Wirkungen erzeugt. Man weiß nicht einmal, dass man nicht mal mehr bemerkt, nicht mehr zu wissen, was das Reale angeht. Und die Realstrukturen haben wir metaphorisch gekennzeichnet. Das Ich bin ja tatsächlich da, das Existenzaufklüpfens empfinden, von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Gefühl des heillosen, unmittelbaren, puren Ausgesetztseins und dem gleichzeitigen, immer sich bewegenden, immer hinweggleitenden, sofortigen, sich auflösens, verschwindens, zerfließens, dem Fading der Aphanesis entsprechend, der heraklitischen Struktur alles Existenzgewordenen, das Empfinden des immer sich bewegen müssenden, des nie stillstehen könnenden, des Herzen, des Atmens, des immer sich erhalten müssens, friss Vogel oder stirb. Keinen Moment. Den Selektionssieb schleifen des Fleischwolfes, der Selektionssiebe, der Selektionsfilter zu entgehen, in jedem Moment damit zu rechnen, wie der frühe Wurm vom Wasservogel gefressen zu werden, auf dessen Tautropfen Schnabel das Auge sich widerspiegelt im Mond und der Mond im Tautropfen im Auge sich widerspiegelt des Wasservogels. In jedem Moment also gefressen zu werden als dieser frühe Wurm, diese leere Hülse, dieser Lochbagel oder dieser Lochbagel geöffnete Ring, diese Wurstpelle, diese Hülse, dieses nicht erkennbare Was mit den zwei Tentakeln oben, den zwei Tentakeln unten und den drei tubulären Systemen des Blasbalgs, des mittleren, der mittleren euch herunter, der unteren euch herunter. Alle die Kategorien, die neuen, die wir genannt haben, existieren, wieder verschwinden. Bewusstes Bewusstsein, wieder verschwinden des bewussten Bewusstseins. Wissen, dass das von einer Struktur des Nichtwissens immer ist, um seine Wirkungen zu erzeugen. Aus dem Anderswoher, das immer in Bewegung bleiben, das immer vor die Wahl gestellt werden, im Schmetterlingsdasein zu verbleiben, um ausgetestet zu werden, schnell nochmal Ersatz für sich zu schaffen, oder gleich in den Hades des Raupendaseins, des Genotypus, der Geno-Unzeit, die noch nicht mit genießenden Fleischanlagerungen
und Materieanlagerungen ausgestattet ist, sondern nur eine Blaupause darstellt der neuen Aberwitzigkeitsform, Typen, Serienproduktion der nächsten Generation an noch windschnittigeren Karosserien, noch mehr leistungsoptimiert und noch weniger, aber dafür durable Materie des Genießenden, der genießenden Substanz dafür verwendet. Nicht mehr GFK, sondern Polyurethan oder Carbonfasern. Nun, die zwar leichter brennen, aber noch elastischer und noch belastbarer und noch bruchfester sind. Und so weiter. Wir müssen mal die Liste der Real-Dinge, Real-Konstellationen, die nicht zu wissen sind und weil sie nicht zu wissen sind, eben gerade diese Beschleunigungswirkungen erzeugen. Den Wissensdurst, den Wissenshunger noch mehr anzukurbeln wissen und die Aktionen einzuleiten wissen. Also all diese Dinge, von denen jede eigentliche Philosophie, jede echte Philosophie hätte ausgehen müssen, als die unlösbarsten Rätsel, die bitteren Geheimnisse der Liebe, des Sexus, der Existenz, des Lebens und des Todes, die sie alle nur in ihren metaphorischen Umdrehungen, in ihren Endauswirkungen betrachten, aber nicht in ihrem Ursprung. Punkt, Punkt, Punkt. Heute war es irgendwie so 13 Grad am Morgen warm. Die Sonne geht jetzt schon um 7 Uhr auf. Und es hat 17,7 Grad Wassertemperatur, wie gestern auch.